Die Landtagswahlen stehen ins Haus. Im Rahmen eines außerordentlichen Bezirksparteitages hat die Steirische Volkspartei diesmal in die Mehrzweckhalle nach Niederwölz gebeten, um ihr Zukunftsprogramm, ihre Aktivitäten und schließlich ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahlen 2015 vorzustellen. Mit 194 anwesenden Delegierten war die Beschlussfähigkeit gegeben. Die Landtagswahlkandidaten und Kandidatin Kohm, Schmidhofer und Beinhaupt wurden diesmal mittels Delegiertenkarte bestätigt. Landesrat Magister Drechsler erklärte den Nominierungsmodus und referierte zu Perspektiven für die Steiermark. Die Landesregierung hat die größte Reform der Zweiten Republik hinter sich. Jetzt erfolgreich weiterzuarbeiten, ist die große Herausforderung. Zum Wahlkampf und der engen SPÖ-Partnerschaft, sagt Drechsler. Es ist eine Partnerschaft im Wettbewerb, so könnte man das vielleicht bezeichnen. Aber ich glaube, wir haben gemeinsam in diesen letzten 5 Jahren viel erreicht für die Steiermark, haben eine neue politische Kultur in die Steiermark eingebracht, der konstruktiven Zusammenarbeit. Und nun geht es einfach darum zu sagen, was sind die Perspektiven für die nächsten 5 Jahre? Da haben wir klare Vorstellungen, Arbeit, Forschung und Entwicklung, um Wohlstand und Arbeit zu schaffen und letztlich auch eine Stärkung der Regionen und ganz konkrete Impulse für die Regionen. Ich denke, die Gemeinderatswahl hat wirklich gezeigt, dass die Reformen in der Steiermark von einer überwiegenden Mehrheit der Steirerinnen und Steirer mitgetragen werden. Und ich denke, das stimmt uns auch zuversichtlich für die Landtagswahlen. Und wir sind aufgrund der Tatsache, dass wir in so vielen Gemeinden dazulegen konnten, gewinnen konnten, insbesondere hier im Bezirk Mura, eigentlich zuversichtlich, gemeinsam mit all diesen Wahlsiegerinnen und Wahlsiegern in die Wahlbewegung für die Landtagswahl zu gehen und hoffentlich ein gutes Ergebnis zu erringen. Den Bezirk optimal im Landtag vertreten wissen, das soll auch für die kommenden 5 Jahre gewährleistet sein. Bestimmt und wortstark baut die Bezirkspartei hier auf die Erfahrung von Manuela Kohm und ihrem Team. Die zweifache Mutter und amtierende Landtagsabgeordnete geht als Spitzenkandidatin ins Rennen. Kohm ist seit Jänner dieses Jahres auch Obfrau der steirischen Frauenbewegung. Ich freue mich sehr, dass die Menschen, meine ÖVPler, hinter mir stehen. Das ist ein gutes Zeichen von Wertschätzung und macht auch Mut, voranzugehen. Also für uns ist es wichtig, dass bei den Landtagswahlen die Menschen zur Wahl gehen. Wir in der Steiermark haben gewagt, Reformen zu machen. Wenn die Menschen diese Reformen nicht gutheißen, dann wird es keine Reformen mehr geben in Österreich. Ich glaube, jeder von uns weiß, wo dann Österreich hingehen wird. Es ist notwendig, gute reformvolle Schritte zu setzen. Ich hoffe, dass die Menschen diese Arbeit in der Steiermark belohnen und sowohl den beiden Reformpartnern SPÖ und ÖVP ihr Vertrauen schenken. In der vergangenen Legislaturperiode konnte im Bezirk einiges erfolgreich bewegt und umgesetzt werden, wobei sich die kommenden Aufgaben auf folgende Themenschwerpunkte konzentrieren. Die vorrangigen Themen für unseren Bezirk sind natürlich das Breitband flächendeckend auszubauen. Wir können im Tourismus und auch in der Arbeitswelt nur dann bestehen, wenn wir gut angeschlossen sind. Das ist die Kommunikation der Zukunft. Hier sind wir bemüht, das Breitband so schnell wie möglich flächendeckend zu uns in den Bezirk zu kommen. Wir haben Ideen, wie wir da gemeinsam vorgehen können, dass die Murtalbahn ein wichtiger Faktor für uns ist, genauso wie die Straße. Ich glaube, das ist unumstritten. Wir brauchen Erreichbarkeit. Und das große Thema wird sein, wie schaffen wir es, Arbeitsplätze in unserem Bezirk zu bekommen. Ich bin froh, dass die Österreichische Volkspartei mit dem Regionalbonus den ländlichen Raum besonders unterstützen wird, wenn es um Betriebsansiedlungen geht. An zweiter Stelle der Kandidatenliste reiht sich der Unternehmensberater Karl Schmidhofer aus St. Georgen am Kreischberg. Der zweifache Vater ist nicht das erste Mal im Nominierungsteam zu finden. Ja, ich habe die große Ehre, dass ich im Bezirk Mura schon öfters mithelfen durfte. Und besonders gefreut es mich jetzt bei der Manuela Kohm das zweite Mal. Die Manuela ist ein Aushängeschild für unseren Bezirk, hat fleißig gearbeitet und hat größte Chancen, wieder ein Landtagsmandat zu bekommen. Und das werden wir mit aller Kraft unterstützen. Wofür setzt du dich jetzt speziell ein? Naja, ich bin bekannt für Wirtschaft, Tourismus. Das sind meine Fachthemen. Wir haben uns ja im Tourismus in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt in der Region. Mit über 32% plus sind wir österreichweit ganz vorne dabei. Und auch in der Wirtschaft. Die Themen Infrastruktur, Straße, Schiene, Breitband, Arbeitsplätze, Stärkung der Klein- und Mittelbetriebe und nicht zu vergessen unsere Flaggschiffe, Brauerei Murau, IBS, KLH, Firma Rauter, dass wir denen Rahmenbedingungen verschaffen, die es auch in der Zukunft möglich machen, Wertschöpfung und Arbeitsplätze abzusichern.
Ein Newcomer ist der 27-jährige Landwirt Sebastian Weinhaupt aus Neumarkt Marierhof. Seine Anliegen sind vorrangig die der jungen ÖVP und der Landwirtschaft. Ich möchte mich eben für die Jugend und für die Landwirtschaft im Bezirk Murau einsetzen, damit der nicht zu kurz kommt. Das ist eigentlich mein Hauptthema, was ich vertreten möchte. Wie sehr sind Sie erfreut, dass Sie so angenommen worden sind als Kandidat? Ja, ich bin sehr erfreut darüber. Ich war ja, wie gesagt, vorher schon etwas skeptisch über das Ganze, aber ja, ich werde mein Bestes draus machen und das Team mit der Manuela unterstützen. Ich freue mich, dass die beiden mit mir gehen. Mit dem Karl Schmidthoff habe ich jemanden an meiner Seite, der Wirtschaftserfahrung hat, der vieles an politischer Erfahrung mit einbringen kann. Und mit dem Sebastian Beinhaupt, einen jungen Mann, der aus der Landwirtschaft kommt und der junge, frische Teil im Team sein wird, der neue Ideen einbringen wird und der diese jugendliche Freiheit noch hat. Die ÖVP-Frauen haben vor einiger Zeit einen Slogan entwickelt, vor etlichen Jahren. Der scheint für Manuela Kom erfunden worden zu sein. Stark, schwarz, weiblich. Ich glaube, sie hat ein kraftvolles Engagement für den Bezirk, für die Region, auch für die Frauen in der Steiermark und ist eine ganz starke Stütze der Landtagsarbeit in den letzten 5 Jahren geworden. Karl Schmidthofer ist ein erfahrener Kandidat, bringt wirtschaftliche Erfahrung und Expertise ein und ist, glaube ich, eine exzellente Wahl. Sebastian Beinhaupt, der Newcomer, wenn man so will, der Neue unter den Dreien, hat sich sehr sympathisch präsentiert als ein glaubwürdiger, authentischer Repräsentant des Bauernstandes und als ein junger Hoffnungsträger für den Bezirk. Wie ist die Erwartungshaltung für die Landtagswahlen jetzt? Ich hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen zur Wahl gehen und ihr Wahlrecht in Anspruch nehmen. Wir haben dieses Recht, wählen zu gehen. Ich bitte Sie daher, zur Wahl zu gehen und der Österreichischen Volkspartei eine Stimme zu geben, damit es gute Entscheidungen in diesem Land gibt. Der ÖVP-Bezirksparteitag, eine starke Bezirkspartei mit ihren insgesamt 14 Ortsstellen, geht stark in die Landtagswahlen.